Herzlich willkommen hier ist Weidenfolge hier auf dem Arsch. Ich werde weiterhin einen Ball pressen lassen. Muss mir kurz reinfinden, was ich alles gemacht habe und machen muss und machen will. Also wir starten mal Cosplay und einfach mal einstellen, ne? Lassen wir fahren und pressen. Wir haben noch einen zweiten Traktor hier. Ich glaube düngen. Ja, düngen wollte ich auch noch. Wasser. Das ist mal nicht. Milch. Den könnten wir wieder starten. Und zwar erstmal vom Stall. Ist nicht viel da, aber gut. Ein, zwei Mal kann er sicherlich fahren. Was haben wir hier? Silageball. Ich brauche noch den zweiten Traktor mit Ballen pressen. Da haben wir schon. Oh. Gut, ne? Das ist ein Wendepunkt gewesen, aber nicht so viel zusammenkommen. Na gut. Ja, dann ich werde dann weiterhin gucken, düngen, ne? Viermal düngen oder dreimal düngen, was ich glaube ich. Machen wir es so. Einsteigen und schauen wir mal, ob wir Helfer arbeiten können hier. Der ist fertig. So sagt er mir jedenfalls. Hier garantiert nicht. Hier war eigentlich komplett angefangen, mehr oder weniger. Hier brauchen wir einen neuen Kurs. Lass mal die Runde mal fahren. Tja, wenn das eine Woche her ist, dann ist das schwierig. Vorgewende machen wir 2. Geladener Kurs, das Feld 4. Ich werde aber irgendwann mal anfangen, die Felder zu programmieren und entsprechend fahren zu lassen, ne? Also speichern. Gut, dann lassen wir ihn mal fahren. Ja, genug Wasser oder zu wenig? Die Säule ist oben, ne? Das reicht ja mal. Wir fahren den trotzdem mal weg. C. Das heißt, bei weiterfahren. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir ein bisschen Weizen gefahren bekommen. Ja, ist voll. Ich werde den mal Richtung Hof fahren lassen. Oder wir fahren mal selber. Ja, das wollen wir nicht sehen. Ja, halb null und Richtung Hof. Felder nicht. Mal sehen, ob er da im richtigen rauskommt hier. Ja, Milch war alles voll. So, Verpackung ist da. Gucken, ob wir genug Butter und Dicks da haben. Ich habe noch ein bisschen Milch jetzt bekommen vom globalen Markt. Ja, Vollmilch. Ja, Karton. Milch ist voll. Papier, Leerpalette. Der ist fertig. Sieht so aus. Ja, wir wollten noch zwei Felder mieten, wen, ne? Wollte ich. Reparaturzustand, Titelzustand. Müsste ich auch machen. Die Wiese, hier genau. Können wir gleich mal machen hier, ne? Die Wiese Nummer 23. Ja, mal gucken, was wir hier haben, ne? Schönes, ne?
immer einen Anschluss löschen. Schwartenfeld Nummer 23 war es gewesen. Jups. Tja, wenn man es überlegt, ne? Eine Woche her muss man überlegen, ob man es gemacht hat. Wahnsinn. Aber das sollte jetzt funktionieren. Ja. Bäume. Hier mal reinschauen, ob das alles gedüngt ist. Ne? Da muss man gucken. Das ist ja wichtig. Ist nicht alles gedüngt. Hier ist ein Umkauf steht noch, aber das ist mir egal. Ich blockiere es mal ganz kurz. Sehr Rüben, ne? Also Rüben brauchen wir jedenfalls für Zuckerrüben. Ich habe auch Rüben jetzt schon geerntet bei Thüringen. Aber aktuell fehlt mir das Geld, um das entsprechend kaufen zu können. Und zweitens, noch brauche ich es ja nicht, weil. Ja, so. Das ist Milch, der fährt die Runde. Der düngt. Ups. Wasser. Stellen wir mal hier so rein. Ich werde mal Hackschnitzel, kann ich auch nicht kaufen. Dann fahr ich mal Gerste, ne? Mit Platz. Dann fahren wir hier in die Garage rein. Die Brauerei kann ein bisschen was gebrauchen an Rohstoffen. So. Wasser erstmal hier. Gerade was gegessen. Ein bisschen zu viel. Ja, den gelben Anhänger können wir nehmen, ne? Können wir dafür nehmen, ja. Können wir Weizen und Gerste in Richtung Dings fahren. Lassen Richtung Brauerei. So. Dazu beladen, Global Market 3 abladen. Wasser nicht. Abladen. Nehmen wir Weizen. Müsst ihr mal rein, nachher können wir Gerste nehmen, sobald es hier erledigt ist. So. Das klappt, werden wir sehen. Sollte nicht klappen normalerweise. Jo, das klappt. So. Milch. LKW. Ja, Kies und Sand. Zement müsste ich hinfahren. Der Press hier muss gedüngt werden. Aber da können wir ein Düngerfahrzeug nehmen von den Rüben. So, den werden wir jetzt mal Richtung 23 fahren. Ne, 23 nicht. 24, 25. So. Und das machen wir weg. Wo fahren wir gerade lang? Das sehen wir nicht genug, ne? So. Richtung 24 oder 25, je nachdem, was zuerst kommt. Weiß ich nicht genau. Aber eins von den beiden. Also beide Fälle werden gemacht.
Ja, jetzt habe ich die Thüringen-Karte folgemäßig aufgenommen. Meine Heidenarbeit. Und jetzt geht es bei und macht die Marsch fertig. Also wenn jetzt die Marschfolge kommt am Montag, könnt ihr mal vorweg merken, die Marschfans können sich freuen. Am Freitag wird die Marsch gestreamt, und zwar aufgrund der Spätschicht 20 Uhr. Früher ist da leider nicht möglich, ich bin erst gegen 7 Uhr zu Hause und möchte ein bisschen noch herrichten, ne? Frisch machen und so, ne? Und 20 Uhr früher ist das nicht möglich, also aufgrund der Spätschicht. Ja, ich überlege aber noch, das ist schwierig. Also wenn ich jetzt theoretisch immer 20 Uhr beginne, ist zwar für alle planbar besser, aber für mich ist das eine Zeit, die ich mir im Prinzip, ja, wo mir nicht langweilig wird, ne? Da lohnt sich auch nichts anzufangen vorher was anderes. Und deswegen ist das eigentlich so ganz gut in der Frühschicht, dass man da vielleicht doch um 18 Uhr beginnt oder 18.30 Uhr, je nachdem, was am besten passt. Ne? Wer zu früh dran ist für viele, ja, denke ich mal schon. Aber ihr müsst jetzt auch verstehen, ich will ja auch entsprechend möglichst, ja, viel schaffen. So, hier mal, ne, und das ist halt dann so, ne? Leider geht es nicht immer anders. So, Kursgenerierung, Feldnummer ja, 24, zwei Vorgewände, ja, 10 Meter. Ne? So, ist er mit Schwatten? Ablage. Versuchen wir da anzufangen. Ersten Wegpunkt. Jetzt ist das verkehrt. Wegen rechts. Da muss ich mal neu Verband arbeiten wie im Kleinfeld nicht, da bringt nichts. Das ist dann ein bisschen unsinnig. Kursgenerierung, ein Fahrzeug. Generieren wir ganz kurz und dann schauen wir mal mittig, ne? Genau. Den Kurs muss ich speichern. Ja, die Zäune mag er nicht. Geht auch nicht anders, wenn wir doch ein bisschen eingreifen. Ein bisschen Fruchtzerstörung. So. Gut. Mähen. Und war dann Feld 24 10 Meter. Das ist jetzt wie ein Schwatter, ne? Der, ja. Den brauchen wir jetzt nicht. Den zweiten. Hier machen wir es gleich. Löschen. Zurück. Ja, speichern wollte ich nicht, aber egal. Fahre jetzt Richtung Feld Nummer 25.
Ja, hier müssen wir noch Heuballen, ne Quatsch, jetzt die Lagerballen einsammeln. Aber immer einer am anderen, ne? Wir müssen natürlich Spuren folgen von Kollegen, ne? Können wir wegmachen. Ja, jetzt mal groß nochmal Gras mähen und Gras sammeln, also Ballen pressen. Und jetzt haben wir späten Frühling, also ein Tag kommt noch und dann wird bald die Ernte reif sein, ne? So nehme ich mal an. Und da geht die nächste Chose los. Große Ernte, erstmal Raps, dann Getreide, Weizen, Gerste, was ich auch gesehen habe. Ja, das alles muss dann so gemacht werden, so nach und nach. So, ja, das dazu, ne? Die Silagebahn kommen in den BGH. Aber erst müssen sie isolieren, ne? Also das dauert ja auch 2 Tage. Halt ja nicht. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein, für die heutige Folge. Wir haben auch reingefunden, halbwegs, hoffe ich jedenfalls. Düngen müssen wir noch Feld 36, das machen wir gleich anlegen, sobald wir die Ballen gesammelt haben. Ja, und der geht halt los mit, jo. Naja, die Ernte, das dauert noch eine Woche, denke ich mal. Also die Woche, also heute, am heutigen Tag wird das nichts. Kann ich mal schon so sagen, ganz grob. Aber das kann nicht mehr lang dauern, ne? Wir haben viel vor. Viel Erntefläche, die Brücke, der Brückenbau geht auch noch nebenbei weiter, ne? Also das ist ja noch nicht fertig, aber das geht bald los. Blocking Puma Milch, ja gut, das ist voll. Der andere Block in Gras ist fertig. Ja, das ist die Wiese Nummer 25, die will gemäht werden und das müssen wir jetzt mal gleich tun. Und dann werden wir auch gleich pressen, nachdem wir die Feld 23 gepresst haben, werden wir hier auch gleich pressen. Ne? Also Heu brauchen wir nicht machen, da haben wir das Lager voll. Ist aktuell nicht notwendig. Das werden wir wieder im nächsten Jahr machen. Intensiv, ne? So, angekommen. So. Kursgenerierung. Ein Fahrzeug umgestellt. 25. Vorgewende 2. Weich. Generiere Kurs. Ersten Wegpunkt. Das ist ungünstig, die Geländer ist eine böse Überraschung, ne? Ein bisschen, doch ein bisschen rauffahren, das ist auch nichts. Aber die sich aufklappen hier, dann ist es gleich wieder, hält er sich fest. So, einstellen. Auch mal, dass er sich nicht so sehr auffängt. Ah, es geht. Gut, lassen wir arbeiten und wir werden beigehen und so, hier wurde die Ballen gelassen. Ja, das wird nichts so, ne? Warum nicht? Muss ich mal ganz kurz einstellen, dass er auf die richtige Spur kommt, ne? Auf 0. So. Entlassen. Von vorne anfangen, ne? Das sieht ja. Obwohl, das sind so die ganzen Ballen hier, ne? Wundert mir schon, ne? Gibt doch gar nicht. Wo sind die hin? Ja, wenn er daneben fährt. Ja, die Wiese. Dünger reicht. Richtung. Gucken wir nebenan. Das Hopfenfeld. Muss ich mal anschauen. Hopfenfeld. Müsste auch dunkelgrün werden. Schauen wir gleich. Dann rüber. Also dunkler eine Stufe weiter, ne? Ist jetzt hellgrün. Hellblau. Entschuldigung, hellblau. Oh. So, die Schauer, das soll es dann auch heute gewesen sein. Jetzt haben wir schön, danke fürs Reinschauen. Ich glaube, ich habe schon viel gesagt, ne?
Sag mal tschüss und den Gewinkel. Ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit Düngen und Gaspressen. Ne? Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.